Dass ich mich für diese Reparatur interessiere, dürfte auf der Hand liegen. Was haben wir hier? Zunächst eine kleine Vorschau, weil in dieses Monster muss ich mich auch erst einarbeiten. Ihr seht auf dem Bild eine, und ich finde keinen anderen Begriff dafür, eine absolute Rarität. Das ist ein Akai-Verstärker DA Delta Alpha Strich Alpha 9500. Diese Monster sind zum Jubiläum der aufgelassenen Firma Akai in einer Stückzahl von 60, ich weiß es gar nicht mehr, 60 oder 90 Stück gebaut worden, aber ich weiß ganz genau, dass es in Europa nur 30 davon gibt oder gab. Die Baujahre könnten auch schon, oder das Baujahr könnte schon dazu geführt haben, dass eventuell welche vom Markt verschwunden sind. Wie auch immer, das Ding hier schlägt für mich alle Rekorde. Allein schon, als der Besitzer das gebracht hat, ist der von ein paar Metern völlig außer Atem gewesen. Und als ich den dann später in die Werkstatt gebracht habe, ging mir das nicht anders. Der bringt bei seiner Größe satte 35 Kilo auf die Waage. Und ein ganz, ganz großer Teil davon, das zeige ich euch gleich, ist der unglaublich große Trafo und eine absolut massive Bauweise. Alleine der Deckel, der hier oben drauf ist, den habe ich schon mal abgenommen, der hat ein Gewicht, also das ist ein 3,5 oder 4 mm Blech. Da biegt sich nichts durch. Der liegt wie eine Scheibe auf dem Gerät und ist verschraubt mit Imbusschrauben. Ja, und dass man sowas auch nicht verschicken kann, mit den Paketdienstleistern, die wir zurzeit haben, allein schon den sicher zu verpacken, dass wenn ihr da kein Styropor-Inlay mehr habt, wie der mal original versendet worden ist, wenn der überhaupt versendet worden ist. Ich kenne auch jetzt den Weg, es bleibt natürlich anonym, wie der Besitzer an das Gerät rangekommen ist. Es war also wohl wirklich ursprünglich nur für einen ausgewählten Kreis von Kunden und Mitarbeitern oder so gedacht. Ja, kommen wir noch ein bisschen zu den technischen Daten, soweit ich die weiß. Er gibt satte 400 Watt pro Kanal ab mit einem THD, der jenseits von Gut und Böse ist. Hat 900 Watt Leistungsaufnahme maximal, besitzt analoge Eingänge, aber auch einen Digitaleingang und zwar ein 18-Bit Digital-Analog-Konverter, der aber wohl vom Besitzer nicht oder sehr selten nur genutzt wird. Es gibt dazu auch noch einen Vorverstärker mit unglaublich vielen digitalen Schaltfunktionen und so eine Art Zentrale. Ist wohl auch eine DSP drin. Also es ist umfangreich. Mein Problem nun, das Gerät läuft sporadisch nur. Und da braucht sich auch keiner von euch zu bemühen. Ich habe lange recherchiert, es gibt keinerlei Schaltunterlagen mehr. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass es wohl von dieser Entwicklung nur Blaupausen gab und dass die nach Erlöschen der Firma Akai wohl verschwunden sind. Und aus diesem Grund und für mich nachvollziehbar, dass kommerzielle Reparaturanbieter, die ja nun wirklich auf die Wirtschaftlichkeit schauen müssen, die Reparatur dieses Gerätes in mannigfaltig abgelehnt haben. Und daher hat sich der Eigentümer jetzt sehr gefreut, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche es, ich weiß nicht, wie weit ich komme, ich versuche es, und das muss man immer auch so sagen, selbst wenn man so lange im Geschäft ist, wie ich das bin, man muss da realistisch bleiben, denn fällt hier ein Prozessor aus oder ist hier irgendetwas defekt, was speziell für dieses Gerät gefertigt worden ist, dann war es das. Das muss einem völlig klar sein. Ich habe eine Annonce gefunden bei eBay, die etliche Jahre her ist. Da ist der für 18.500 Euro über den Tisch gegangen. Wobei bei diesem Gewicht über den Tisch gehen ein bisschen falsch, die falsche Ausdrucksweise ist.
Ja, wie auch immer, wir werfen jetzt zunächst gleich einen kleinen Blick in die Innereien. Allein schon hier vorne der Aufbau mit der Pegelanzeige, das ist richtig toll gemacht. Die kann ich jetzt nur nicht in Funktion bringen, weil das Gerät läuft ja gerade nicht. Vielleicht ich ein bisschen länger warm laufen lasse. Wie auch immer, es gibt dann hier noch eine, also die Klappe alleine, das ist massives Metall. Dann Hilfstasten unten für Balance und so weiter, Displayumschaltung. Also es ist, ja, es sieht fast aus wie Akkuface. Es ist aber keins, es ist Akai und das ist wirklich, vom Klang her kann ich sowas nicht beurteilen, weil ich habe ihn ja nie gehört, aber wenn man Materialaufwand nennen kann, dann ist das hier der Fall. Okay, so, dann stelle ich die Kamera mal um und wir gucken mal von oben in die sehr saubere und auch mit höchstem Aufwand betriebene Bauweise. Der Blick ins Gerät, ja, dazu braucht man, denke ich, nicht viel zu sagen. Die Ausgangsklemmen, das unglaublich massive Ausgangsrelais mit dem Bushiro-Glied hier im Ausgang, die Lade-Elkos und jetzt kommt der Knaller. Der Transformator ist schwimmend gelagert, um Brumm abzudämpfen gegenüber dem Chassis. Also man hat da wirklich technisch jeden Aufwand betrieben. Und wenn das Gerät transportiert wird, dann muss man den Transformator von unten mit drei solchen Bolzen befestigen. Irre. Und das ist auch alles massiv. Die Leistung, wie gesagt, entspricht einer Größenordnung, die selbst wirkungsgrad schwache Hochleistungslautsprecher problemlos treiben kann. Auch gehe ich davon aus, da gibt es keine näheren Angaben zu, dass wir einen extrem hohen Dämpfungsfaktor haben, Störspannungsabstand. Der TAD soll bei Nennleistungen weit unter 0,001% liegen. Und das ist bei der Leistung dann schon eine Hausnummer. Das bedeutet aber auch, und der Hoffnung bin ich, es ist also nicht so, dass das DC-Ausgangsrelais anspricht, dass die Originaltransistoren hier noch alle in Ordnung sind, dass wir kein DC-Problem haben, sondern eher ein Stromversorgungsproblem irgendwo oder ein Steuerungsproblem. Denn da machen wir uns auch nichts vor. Da sind selektierte Transistoren drin. Ich gehe mal hier von mindestens pro Kanalseite 8 Stück aus bei der Leistung. Die müssen entsprechend selektiert sein, sonst kann man trotz Gegenkopplung diese Werte nicht erreichen. Das ist so. Ja, jetzt werde ich als nächsten Schritt dann die Holzseitenwangen wegtun, die glanzlackierten, damit da hier bloß nichts passiert. Das ist auch alles sehr, sehr empfindlich. Ich bin mal gespannt. Diese Leistungsklasse erreicht ja der 242 von Revox und die anschlägigen Akkuface und sonstigen Endstufen auch annähernd. Aber das ist hier schon, was die Verarbeitung angeht, das Gewicht und auch vor allem der Transformator in der Mitte, das ist schon eine absolut gehobene Klasse. Was mir dann noch von vornherein auffällt, ist, dass hier der Hersteller auch den hohen Anzugsstrom des Trafos Rechnung getragen hat. Hier gibt es also eine Anlaufschaltung mit Hochlastwiderständen, so wie das sein muss, die vorm Auslösen des Leitungsschutzschalters schützt. Denn bei diesen Boliden hier wird der induktive Anlaufstrom in entsprechende Größen schießen. Ich zähle jetzt gerade mal die Transistoren, ich sehe sie von oben. Also wir haben tatsächlich 8 Stück pro Kanal und dann sind noch zwei angebaut. Ich gebe mal, das sind die Treiber. Das ist alles sehr, sehr sauber gemacht. Ich vermute schon, dass man die ganz einfach ausnehmen kann, die Endstufen. Das ist alles entsprechend auch verschraubt. Und sowas macht eine Firma wie Akai in so einer kleinen Stückzahl tatsächlich nur zum Jubiläum, weil das wird sich wirtschaftlich in keinster Weise gerechnet haben. Allein die Konstruktion eines solchen Gerätes, die Werkzeuge und die Materialien, die da verwendet worden sind. Ja, das ist im Gegensatz zu dem, was man sonst so als High-End bezeichnet und wo man den Deckel abnimmt und schockiert ist. Die Tage habe ich wieder so einen abstrusen HiFi-Händler gesehen bei YouTube, der sich für besonders schlau hält und der einem nur ständig suggeriert, dass man nur gut Musik hört, wenn man seine Anlagen kauft.
Der machte dann ein Gerät auf und da waren billigste Kanalwahlschalter drin, die er für 2,50 € bei Reichelt bekommt. Das Poti sah auch so aus. Und dann wird mit einer blumigen Sprache den Leuten was angedreht. Ja, also es ist manchmal erschreckend. Aber die Dummheit stirbt halt nicht aus. Die wird nie aussterben. Okay, ich freue mich hier drauf. Mache eine Analyse. Kann auch sein, dass das lange dauert. Weil das sind dann immer so Sachen, die euren Werkstattbetrieb, den alltäglichen Betrieb aufhalten. Das erfordert immer ganz besondere Maßnahmen und auch viel, viel Überlegen und Nachdenken. Werde auch zwischendurch sicherlich den mal an die Seite stellen und andere Projekte machen, wo ich sehe, das ist mehr Routine und das kann ich abarbeiten. Wollte euch aber schon mal so ein bisschen auf die Folter spannen, weil das ist wirklich etwas absolut Seltenes und, so meine ich, hochinteressant. Okay, dann melde ich mich wieder, wenn es hier ans Eingemachte geht. Bis dahin, ciao.